Moin Leute, heute geht es um den Stand der Salami, keine Ahnung, irgendwas sowas. Und warum der wichtig ist, für viele Klassen sind da viele Biss-Items dabei, auch für den Rogue, Balance Reading und so weiter. Deshalb schaut euch das Video an und ich erkläre euch, was ihr mit diesen ganzen komischen Münzen machen müsst. Manche von euch blicken da vielleicht nicht so ganz durch mit den ganzen Münzen und was es da alles gibt zum Abgeben und wo bekomme ich was, warum ist es wichtig. Viele von euch kennen den Stamm der Sandalar schon von Classic und Vanilla. Für die ist es natürlich nächstes Video, aber ich freue mich, wenn ihr es natürlich auch anschaut. Und zwar zeige ich euch nur kurz, was ihr machen müsst, warum das wichtig ist. Also es gibt auf jeden Fall sehr gute Sachen, zum Beispiel das hervorragende Mana-Öl und Zauberöl, also das ist wirklich geil und das ist auch Biss-Öle sind es und hier gibt es auch eine Formel für ein Schild, also wirklich nice Sachen. Ich bin jetzt wohlwollend, das ist noch nicht alles freigeschaltet und ihr müsst natürlich auch, um die Tokens abzugeben, braucht ihr Ruf, das zeige ich euch auch gleich. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall beim Stand des Salandar Ruf zu farmen. Vor allem sind für einige Klassen, ich glaube Balance-Druide, Hexemeister, ist da einige Biss-Items dabei hier. Deshalb ja, ist der Ruf wirklich, wirklich sehr wichtig. Wie könnt ihr Ruf farmen? Ganz einfach. Ihr geht logischerweise Sul'Gurub. Ihr killt da nur Trash-Mobs. Im Chat sucht jeder nach Rap-Farm-Gruppen für Sul'Gurub. Denen euch einfach anschließen, da durchrushen ein paar Mal. Und ihr habt ziemlich schnell, also ihr kommt ziemlich schnell auf Wohlwollend. Und da geht ihr 5-6 Mal durch und seid eigentlich schon Wohlwollend. Zwei Sachen gibt es noch zu wissen. Und zwar, ihr geht erstmal hier den hinteren Teil der Insel. Also ja, hier hinten. Genau, da steht der Typ. Bei ihm könnt ihr die Tokens abgeben. Übrigens, dafür braucht ihr aber entsprechenden Ruf. Zum Beispiel hier die Schultern. Da, das droppt ihr in Sul'Gurub von den verschiedenen Bossen. Und ich habe jetzt den Hakadi-Gurt und den könnt ihr abgeben. Aber ich habe dafür wohlwollend gebraucht. Und ja, dann kann ich mir erst meine Schultern holen. Und für die anderen gilt es, dafür braucht ihr, Moment, ich zeige es euch mal. Einmal respektvoll, das ist für die Tunika. Und einmal für die Armschienen, da braucht ihr Ruf freundlich. Genau, und das könnt ihr bei diesem Typen hier abgeben. Und was noch wichtig ist bei diesem Pfad hier, also dem Blinden hier, das ist... da gibt es einen Talisman, den ihr verbessern könnt jedes Mal. Und dieser Talisman ist wichtig, weil er auch für viele Klassen Biss-Item ist, also auch für den Rogue. Deswegen ist es auch wichtig, den zu machen und immer wieder auch ja, Sul'Gurub zu farmen, abzufarmen, um halt auch dieses Item zu bekommen. Das ist ein Halsschmuckstück. Ich zeige euch mal gleich, was ich gemeint habe hier. Also hier haben wir zum Beispiel den Rogue DPS besten Slot-Gear und ihr seht hier schon diesen Talisman der Beherrschung, von dem ich gerade geredet habe. Und die meisten Klassen benötigen 3 Set-Teile. Und genau, deswegen sind diese Items auch so wichtig von dem Stand der Salandar. Wenn wir uns zum Beispiel den Hexenmeister anschauen, der hat genauso 3 Set-Teile, die er braucht von diesem Set. Und der Balanced Reader genauso 3 Set-Teile. Also ihr seht schon, wie wichtig das ist. Schaut euch auch Wowhead an, ob ihr das braucht oder nicht für eure Klasse. Die meisten Klassen brauchen es. Ansonsten noch die letzte Information. Und zwar, wenn ihr Sul'Gurub geht, bekommt ihr diese ja, Münzen, Hakari-Dinger, wie auch immer die heißen. Und diese Schmuckstücke, die könnt ihr hier abgeben. Da müsst ihr einfach das Schmuckstück zerstören. Einfach draufklicken, das bei jedem Einzelnen machen. Und da bekommt ihr so eine zandalarische Ehrenmünze. Und dafür bekommt ihr dann Ruf. Also hier bekommt ihr auch schon Ruf, wie ihr sehen könnt. 83 Ruf für ein Schmuckstück, wenn ihr das jetzt hier zerstört. Wenn ihr fertig seid, geht ihr zurück. Also einfach wieder umdrehen und geht zu dem NPC, der hier steht. Da könnt ihr die ganzen Münzen abgeben. So, einmal habt ihr, also die ganzen Sachen droppen übrigens in Sul'Gurub, habe ich ja schon gesagt. Und da droppen auch so Münzen, die könnt ihr hier auch abgeben. Also diese Zulianische, Ratsashi, Münze der Akadi. Wenn ihr die habt, einfach abgeben, da bekommt ihr auch so eine Ehrenmünze. Und genau, hier habe ich auch welche gedroppt. Und wie gesagt, das waren 6 Durchgänge, was ich gemacht habe. Deswegen habe ich so viele Sachen. So, und ihr könnt das benutzen, dann bekommt ihr Ruf. Aber ihr könnt auch diese Erdmünzen hier abgeben. Da bekommt ihr aber nur diese Essenz-Mango, also zum Essen und was euch Gesundheit und Mana gibt. Ja, ansonsten war es das auch schon mit dem Video. Einfach, wie gesagt, nur kurz die Info, was ihr mit diesen Sachen machen könnt, für die Leute, die es noch nicht gewusst haben. Ansonsten hoffe ich, ihr kommt gut voran in Phase 5. Mir macht es Endspaß, ich hoffe euch auch und bis zum nächsten Video.